Okay, 2 Minuten. Wir haben mehr als 2 Minuten gebraucht. Egal. Ich wollte hier eigentlich raufgucken. Wie gesagt, ich könnte alles, was ich hier mache, könnte ich nochmal spielen, was ja total anstrengend würde. Das ist eine Kaserne. Templer Agent, da laufen wir mal als nächstes drauf zu. Okay, dann müssen wir mal in die Richtung, was ich ja schon geahnt habe. Und dann mussten wir hier wahrscheinlich irgendwann wieder runter. Und das wird uns nichts wehtun. Also ich verstehe das manchmal nicht, warum man manchmal Schaden kriegt und manchmal sich sagt, hö, da falle ich da einfach mal. Muss man, glaube ich, auch nicht so ganz nachvollziehen. So, also laufen wir ganz kurz dahin und versuchen den Templer-Agent. Also ich finde das auch komisch, dass das hier noch Templer-Agent heißt. Im ersten Teil waren es ja wirklich Templer, die man die ganze Zeit, da standen irgendwie 50, 60 Templer in der Gegend rum und die musstest du dann alle töten. Na gut, so nicht, aber in jeder Stadt gab es dann welche Flaggen und Templer, die da rumstanden und so weiter. Ich habe die natürlich alle brav eliminiert. Ich habe auch alle Flaggen, alle 100 Flaggen in jedem Abschnitt, 30 Flaggen in jeder verdammten Stadt, 100 Flaggen und so. Habe ich alles gemacht. Und dann gab es noch nicht mal irgendetwas Besonderes dafür. Mittlerweile haben sie es ja geändert. Mittlerweile gibt es ja besondere Sachen dafür. Aber trotzdem, es war damals halt noch so, wie du sammelst alles ein und der Lohn ist, dass du es halt alles hast. Mittlerweile ist das Gott sei Dank ein bisschen verändert. Aber das ist ja auch nicht so schlecht. So, hier vorne blinkt es schon. Hier steht er. Dann gucken wir mal, was er zu erzählen hat. War das euer Stand? Sie. Alles wurde zerstört. Wer war das? Donato Mancini. Ich trat beim Rennen gegen sein Pferd an und machte den Fehler zu gewinnen. Ihr dagegen. Die ganze Stadt redet von euch, wie ihr gegen Borgias Männer kämpft. Donato will sich alleine mit mir treffen. Ich fürchte, er will mich umbringen. Ja, das erledigen wir. Wo kann ich ihn finden? Grazie a Dio. Er erwartet mich am Circus Maximus. Dort werden die Rennen ausgetragen. Okay, lass uns zum Circus Maximus laufen. Yeah! Ich habe keine Ahnung, dass es hier einen Zirkus gibt. Aber okay, wahrscheinlich heißt er, das ist das wahrscheinlich nur ein Platz oder so und der heißt Zirkus. Aber ist auch klar, dass wir uns für den kleinen, netten Herrn da wieder einsetzen. Schnell hier hoch. Schnell mal hier hoch. Ja, hier irgendwo ist ein Romulus-Grab. Das interessiert uns jetzt noch nicht. Das machen wir später. Ich weiß auch noch nicht, ob ich bei der ersten Grabeserkundung nicht schon irgendwas vergessen habe, weil es gibt da noch Schätze, die nur in Gräbern sind. Wie ich festgestellt habe, es sind teilweise auch nur noch die Schätze, die in Gräbern sind, dabei, die uns fehlen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Zirkus hier aussieht. Huia! Das hier soll Zirkus sein? Ja, jetzt geht er runter, Junge. Würde ich ja nicht umbringen. Wo ist Rocco? Wir fangen den Bastard. Ja, dann verteidigst du dich auch mal mit der Wunde. Danke. Ihr wagt es? Ja, wir wagen es. Mission erledigt. Requiescat in pace. Ey, der hat schicke Hosen. Total flauschig. Ich finde diese Kleidung sowieso teilweise geil, die sie damals getragen haben. Okay, erledigt. Hatte der wenigstens noch irgendwas bei? Ach komm, wir hauen einfach ab. Können wir den Assassinen sich drum kümmern. Hey ihr, helft doch mal. Danke! Netter Mantel! Sieht aus wie ein Hühnchen! Ach so! Wurde ich gerade von meinen eigenen Assassinen angegriffen? Hier, mach mal einen auf. Nein, mach mal einen auf. Ach so, ich soll aus dem Gebiet fliehen. Ja, das schaffen wir schon noch.
Okay. Okay, ich durfte nur ihn töten, ja. Was soll ich denn machen? Also, der kann sich ja schon merken, wen ich töten darf und wen nicht. Die volle Synchronisation werde ich nicht erinnern. So, Diebesauftrag, gleich hier in der Ecke. Wo ist er? Hoffentlich hat er einen besseren Auftrag als die Kurtisane. Von wegen, ich glaube, der war's. Töte den mal. Oh, ich glaube, der war's. Nee, du bist nicht der Typ. Ja, danke. So, was habt ihr denn hier? Ezio, man erzählte, dass ihr kommt, aber ich konnte es nicht glauben. Die Cento Occhi haben uns zum Kampf herausgefordert. Leicht gesagt für sie, sie sind ja klar in der Überzahl, aber mit euch rechnen sie nicht. Sie werden bald kommen. Seid bereit. Oh ja. Den Kampf überleben, ohne dass die Diebe K.O. geschlagen werden. Oh. Darf ich töten oder muss ich... Ist das jetzt, Oh. Okay, sag doch, dass hier niemand sterben darf. Okay, dann muss ich die einfach nur verprügeln, ja. Das ist ja mal wieder eine Aufgabe. Lachhaft. Das mache ich doch ganz alleine. Ja, okay, kommt her. Hallo, hier bin ich. So, nächster. Ja, ich mach mal hier einen auf. Kann ich meinen Assassinen nicht befehlen, dass sie nur... Ach, da ist er doch. Mensch, auf was geht? Das ist immer so komisch, auf welchen er gerade ausgeht. Boom. Hey, los. Ach, komm. Ach. Oh, ihr seid doch alle lachhaft. So, jetzt schlage ich auf dich ein. Ja, los, komm her. Ach, die Sandgeschichte, die fällt doch auf niemanden mehr rein. Die Sandgeschichte, da falle ich doch nicht drauf ein. So, jetzt nehmen wir den hier. Ach, komm. Mach ihn fertig. Uff. So, wen haben wir denn hier noch? Hier vorne kämpft noch einer. Ach, komm, Ezio. Was machst du denn da, Ezio? Da vorne ist er. Da hinten kämpft noch einer. Ach, komm. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr es zu viel nicht schafft. So. Tja. Dumm gelaufen, ne? Ich kann euch jetzt auch ausnehmen, wenn ich Lust habe. Boom. Ui, das ist aber gut. Dann nehme ich den hier auch noch aus. Okay, das Einkommen in Rom ist natürlich auch mal wieder gestiegen. Komm, dich nehme ich auch noch mal aus. Ich muss auch bald wieder zum Schmied, weil jetzt sind meine Sachen kaputt. Also wenn diese Vierecke, ich wollte schon sagen Dreiecke, ich weiß nicht, was mich da geritten hätte. Wenn diese Vierecke sich rot färben, dann ist es schlecht. Dann ist meine Rüstung kaputt. So, ich glaube, ich habe mich da genug rausgenommen. Wo kann ich denn als nächstes hin? Da bin ich. Ist hier irgendwas? Nee, das ist nur so ein Diebesgebäude. Hier hinten, was ist das? Achso, das ist die Diebesgilde. Das ist das Romulus-Versteckding. Da ist, glaube ich, noch ein Auftrag, ne? Diebesauftrag, den sollte ich noch machen. Gucken, ob ich auf dem Wege einen Schmied begegne. Ich sollte vielleicht ein bisschen... Oh. Oh. Anständiger laufen, dachte ich gerade. Ich sollte ein bisschen anständiger laufen. Und prompt bin ich wieder irgendwo gegengefallen. So, das muss da oben irgendwo sein. Oder hier an der Seite. Ich muss aber den Weg nach da oben wahrscheinlich eher finden. Dann klappen wir hier hoch. Oder wir mal hier hoch. Und hier ist kein Hochweg. Gut. Nein.
Du sollst nicht da langlaufen. Das ist das Problem. Er soll halt dazwischen durchlaufen und denkt die ganze Zeit, ich laufe da mal lang. So, hier kommen wir direkt an einem Ding vorbei. Das können wir gleich mal runterreißen. Flupp. Problem beseitigt. Okay, wir müssen hier irgendwo an der Seite hoch. Okay, das scheint doch, das ist da oben irgendwo, ne? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich glaube, von hier aus schaffe ich das gar nicht. Ich glaube, ich muss den regulären Weg gehen. Wie peinlich. Ich muss wirklich den regulären Weg gehen. Ja. Naja, so gut ich kann eben. Wie das hier. Ich mach's mal anders. So, hier hoch. So, jetzt laufen wir mal direkt auf das Ding zu. Flutscher! Da steht er auch schon, der Dieb. So, dann wollen wir gucken, was er zu erzählen hat. Perdiana, alle sprechen von eurer Flinkheit. Doch könnt ihr euch mit mir messen? Ein Diebesrennen oder was? Laufen. Jep. Müssen wir ja, ne? Das ist immer so das Problem mit diesen Rennen. Ich hasse die eigentlich total. Ja. Ja. 3, 2, 1. Ja, das ist jetzt immer so ein kleines Problem. Man muss in diesen Rennen ja diese Bereiche abgrasen. Und ich habe immer das Problem, dass ich erstmal gucken muss, wo der nächste überhaupt ist. Nein! Und dann passiert mir sowas. Okay. Dann muss ich dahin. Dahin? Ja, toll, das ist jetzt da. Wie komme ich denn dahin? Muss ich jetzt wahrscheinlich von hier darüber springen. Okay. Wo ist denn das Teil, das nächste? Ach, da. Ach, komm. Okay. Naja.